Servus Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt bei dem herrlichen Wetter, 20 Grad. Und ich habe heute was Interessantes, gerade für Anfänger dabei, die jetzt anfangen rauszugehen, Buschkraften ausprobieren wollen und nicht so viel Geld investieren möchten. Und vielleicht ist das eine ganz gute Alternative zu Gebrauchtsachen. Und zwar, ich habe ja schon länger Sachen von Decathlon, wie zum Beispiel die Fleece-Pullover oder der Rucksack. Und ich habe auch Pouch von Solognac und ich bin ganz zufrieden mit den Sachen. Das heißt, sie sind toll, also man kann die gut verwenden, sind stabil. Reißverschlüsse funktionieren tadellos, kosten nicht viel und macht einfach Spaß. Genau, die Pouches, die habt ihr in meinen Videos sowieso schon oft genug gesehen, die habe ich schon gezeigt. Und ja, ich habe jetzt dabei heute zum Beispiel die Hängematte von Solognac. Die haben jetzt eine neue Buschkraftlinie rausgebracht und das wollte ich eben mal genauer anschauen. Und heute, bei dem schönen Wetter, ist die Hängematte ideal zum Ausprobieren. Schauen wir uns gleich mal an. Bleibt also dran. Tja, so sieht es aus. Das Tarnmuster schon mal recht gut. Das ist halt dieses Jägertarnmuster, was wir von Solognac eben gewohnt sind oder eben schon öfters gesehen haben. Schön verpackt noch. Ich denke mal, so wird es dann nicht mehr ausschauen, wenn die Hängematte ausgepackt ist. Aber das Ganze wiegt hier 800-900 Gramm so dazwischen. Ich blende es hier noch mal genauer ein. Ich habe es nämlich extra gewogen. Und jetzt bauen wir das Ganze mal auf. So, der Plan ist jetzt von dem Baum zu diesem Baum das Ganze abzuspannen. Ich bin ja wirklich schon mal richtig gespannt hier, wie das Ganze ausschaut. Ich habe das wirklich überhaupt noch nicht ausgepackt, weil ich wollte das Original zeigen eben. So, also das Sackerl ist schon mal separat. Jetzt bin ich mal gespannt, ob da irgendwelche Schnüre dabei sind. Nein, hier nicht, die schon fest montiert sind. Fühlt sich so an, da ist was drin. Aha, oha. Alles klar, das sind also die mitgelieferten Schnüre mit so Tränen, also Knoten, dann Halterungsknoten jeweils, wie ich sehe, ein paar Etappen. So soll das dann funktionieren. Naja, schauen wir uns mal an. Tja, ist auch wieder super interessant. Die haben eine kleine Hängematte mit eingepackt, also eine, die unter der großen, wo man liegt, eben hängt. Damit kann man das Equipment reinräumen, habt ihr bestimmt schon oft gesehen, finde ich. Echt cool, gefällt mir. Wollte ich schon immer haben. Ja, passt, kann man gleich mitverwenden. Sehr gut. Oder Schnüre gefallen mir überhaupt nicht so gut. Die sind jetzt zwar dabei, aber da würde ich schauen, dass ich vielleicht doch andere als Ergänzung mit hinzunehme. Die kosten ja nicht die Welt. Ich finde zwar jetzt ganz cool, dass die da schon welche dabei haben, aber das funktioniert wohl eher nicht. Gut, gut. Boah, schauen wir mal, ob das passt so. Erstmal die gefährlichen Stecker hier wegmachen. Spitz. Ich glaube, das ist zu niedrig, hä? Eieieiei. So. Kommt der Hardcore-Test. Was soll ich sagen? Ist sau bequem. Hätte ich nicht gedacht. Man kann richtig ganz normal drin liegen, wie in den teuren Matten. Und hier sind nochmal so Schlaufen da für eine Isomatte, allerdings in der Innenseite, nicht drunter. Also ich kenne es nur von drunter. Vielleicht kann man es auch umdrehen, was weiß ich, ist ja wurscht. Dann ist halt weiß, Verstärkung. Oder man kann seine Füße, wenn man die Schuhe auszieht, da rein, wenn es vielleicht windig ist. Ist ja nur eine Idee. Oder seinen Kopf da reinstecken, da hat man schön dunkel. Natürlich Quatsch jetzt. Aber ja doch, also ich muss sagen, ich bin ganz angetan. Das fühlt sich gut an. Super. Also wäre vielleicht die ideale Winterhängematte, weil dann kein Moskitonetz dabei ist in dem Fall. Aber die haben auch ein Moskitonetz.
Das werde ich aber beim nächsten Mal zeigen, weil wie das aufgebaut wird und so, da lassen wir uns wieder überraschen. Da springe ich ins kalte Wasser. Für den Preis finde ich die Sache eigentlich ganz rund. Man hat eine Hängematte für die Wanderung, kann sich schön ausruhen, hat es bequem. Und die werde ich jetzt auch da lassen. Dann brauche ich jetzt keine, ich habe nämlich vorsorglich auch meine andere mit, brauche ich gar nicht aufhängen. Also Lagnac, habt ihr wieder gut gemacht. Muss ich schon sagen. Und mir gefällt das Tarnmuster relativ gut. Also man sieht das gar nicht so richtig. Da werden wir gleich mal einen Test machen, wie es vom Weiteren ausschaut. Aber das ist ja geil, dass die so gemütlich ist. Hab ich nicht erwartet. Reine Vitamine. Ich liebe das. Super lecker. Schmeckt vollkommen zitronig. So, was wäre das für ein Tag, wenn man nichts draußen sich zu essen machen würde? Und ich habe jetzt hier diese Beans in Tomatensauce. Ich liebe das und das werde ich mir jetzt warm machen. Genauso sieht's aus. Dadurch, dass der Löffel natürlich so lang ist, wird er auch nicht ultra heiß da oben. Das ist natürlich auch cool. Eine gute Sache. Und ich muss sagen, ging relativ fix, also mit dem Kocher. Ganz große Klasse. Schmeckt einfach geil. Aussicht ist perfekt, Wetter ist perfekt, was will man mehr? Okay, dann esse ich jetzt zusammen und dann reden wir noch mal ganz kurz über die Hängematte. So, weil mein Kaffee hinten schon wartet und ich mich darauf freue, möchte ich das Fazit gar nicht so lange machen. Der erste Eindruck, heute aufgebaut, das erste Mal ausgepackt und so weiter. Ich war überrascht. Was mir sehr gut gefallen hat, ist zu einem Mal, naja gut, die Verpackung, das Sackerl ist okay, das kann man schön klein komprimieren dann noch. Was mir sehr gut gefallen hat und für mich eine Überraschung war, das ist die zweite Hängematte für sein Equipment eben drunter. Oder für ein kleines Kind, Baby oder sowas. Naja, Spaß beiseite. Aber warum nicht? Also wie gesagt, auf jeden Fall finde ich super. Habe ich sowieso immer schon gewollt und nicht gehabt. Jetzt habe ich es. Finde ich cool. Und ansonsten, oder ansonsten bin ich positiv überrascht von dem, dass man sehr bequem, die Bequemlichkeit ist ja das Allerwichtigste, sehr bequem drin sitzen kann so. Oder halt eben auch liegen, habt ihr ja gesehen. Also es ist wirklich gemütlich, steht in anderen Hängematten meiner Meinung nach jetzt im Nichts nach. Wenn man sich hier noch eine Ridgeline spannt, ein Paracord oder so, dann kann man ja noch Taschen dranhängen und so weiter und so fort. Aber das erübrigt sich ja eben mit der zweiten kleinen. So, was ich jetzt schlecht fand, aber es war halt dabei. Und für den Preis kann man das eigentlich wirklich nicht falsch machen. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich es bekommen habe. Ehrlich, weil für das Geld könnte ich es mir selber kaufen. Das ist überhaupt kein Thema. Aber es ist halt wirklich meine ehrliche Meinung hier, was das, was die Hängematte betrifft hier. Und also die fliegen definitiv raus. Die sind mir zu schwer, die kann ich gar nicht gebrauchen. Und so ist das ganze System für eine Tagestour um einiges leichter. Also von dem her kann man da nicht meckern. Finde ich super. Natürlich auch die Verarbeitung, das wird sich zeigen. Also ich habe mir jetzt vorgenommen, ich werde die jetzt öfters einfach mal mitnehmen. Anstatt die Hängematte, die ich sonst dabei habe, werde ich diese mitnehmen und einfach mal längere Zeit ausprobieren. Dann wird sich schon zeigen, ob sich da hier und dort vielleicht eine Naht löst oder ich am Boden lande. Übernachten werde ich in der Hängematte nicht. Das liegt auch daran, dass da eben kein integriertes Moskitonetz dabei ist. Es gibt zwar eins, das habe ich jetzt nicht dabei. Ich gewusst hätte, wie schnell ich hier mit dem Aufbau und so vorankomme, hätte ich das vielleicht sogar noch mitgenommen und ausprobiert. Aber macht nichts, dann bleibt spannend. Und wie gesagt, übernachten würde ich jetzt in der Hängematte nicht unbedingt, vielleicht im Winter. Und natürlich dann nur mit Underkilt und dicker Isomatte, Schlafsack etc. Schön warm eingepackt.
Im Sommer kann man sich es vielleicht noch vorstellen. Was mich halt dann eben stört, ist, dass da kein Moskitonetz integriert ist. Also im Sommer, eigentlich jetzt schon, möchte ich da ein integriertes Moskitonetz bei der Übernachtung haben. Mit Reißverschluss zu, abgeschlossener Raum, fertig, Ende. Genau. So ist es jetzt für eine Tagestour, hier draußen zu chillen, einen Kaffee zu nehmen, einfach die Zeit genießen. Super ideal, passt wunderbar. Und für jemanden, der nicht so tief in den Geldbeutel greifen möchte, ist das vielleicht eine ganz gelungene Geschichte. Ich finde es jedenfalls super, dass die Firma Solognac das macht, dass sie eben das Bushcraft-Sortiment oder Jägersortiment ein bisschen erweitert. Finde ich ganz cool, gefällt mir gut. Auch an dieser Stelle vielen Dank an die Firma Decathlon Solognac und danke an euch, dass ihr reingeschaut habt. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, drückt die Glocke, dann verpasst ihr auch kein Video. Ansonsten bleibt's gesund, meine Lieben, und ich wünsche euch eine schöne Zeit draußen. Haut rein, macht's gut, Servus, ciao.